Der Wirt aus Willig will heute 40 Punkte holen. Und jetzt startet die Genussprobe. Mitstreiterin Antje hat als Vorspeise die Ziegenkäsetart und hoffentlich nichts zu meckern. Konkurrent David probiert die vegane Gurkensuppe. Für Fleischfan Christoph sind die Scampi Aioli nach Art des Hauses. Und Rivale Marco ist gespannt auf die Qualität der Jakobsmuscheln. Guten Appetit! Der erste Eindruck von den Vorspeisen ist schon sehr fürs Auge, toller Eyecatcher. Ja, das Auge ist mit, aber ein Veganer isst ja gar kein Auge, oder? Okay, Scherz beiseite. Marco, wie schmeckt's dir? So, Jakobsmuschel sind gut. Schön glasig. Ja, schön glasig, karamellisiert. Ja, krispig ein bisschen davon, da draußen. Ne? Richtig gut. Gemüse. Ein bisschen mehr Salz muss sein. Und das Safrangeschmack? Safrangeschmack, ja, geht in Ordnung. Die stimmt mir mehr, die Schmalzbutter ist ein bisschen zu viel. Zu viel, ne? Zu viel fettig. Ein gut Oldschool-Teller. Oldschool, also mehr zu fettig. Oldschool, ja. Okay. David hat bei einem Sternekoch gelernt. Passt die Suppe in sein Geschmacksuniversum? Also ich finde meine Suppe super, ganz okay, schmeckt stark nach Gurke, ein Säurearoma. So, ihr seht, die Konsistenz von der Suppe ist super, tropft nicht, zieht, wie sie sein muss. Sie haben jetzt auch hier Minze, Dill, Estragons mit da drin. Die Lavendel finde ich jetzt gerade nicht so passend, was mich aber jetzt nicht stört, weil ich ein Lavendel-Fan bin, aber passt halt besser zu anderen Gerichten. Ja, im Grunde genommen eine feine Sache, aber halt fehlt das letzte Besondere, was das Essen halt zum Highlight macht, sagen wir es mal. Ist halt einfache Küche, einfach gut, sagen wir es mal so. Rheinländerin Antje hat eine Tarte, französischen Kuchen also. Schmeckt er denn auch Trivien? Also ich bin super begeistert. Ich habe Ziegenkäse mit Tomate in Tarte und kann nur sagen, hervorragend. Also wirklich gut gemacht, toller Geschmack, ganz gut gebacken und kann ich nur empfehlen. Ich habe nichts zu meckern. Wirklich super. Super. Ich bin total begeistert. Was ist das für ein Teig, der am Rand ist? Ich denke, dass sie den selber so Mürbeteig, so einen Tartteig gebacken hat. Ne? Gesüßt, oder? Ich kenne jetzt nicht ihr Rezept, aber der ist schön. Der ist nicht zu kross, nicht zu weich. Also der ist weder matschig noch zu hart. Aber herzhaft. Perfekt. Herzhaft. Also ich denke, mit unseren Vorspeisen ist alles super gelaufen. Das denkt er. Gleich weiß er mehr. Und, wie wart ihr zufrieden? Nicht so, es war zu scharf. Zu scharf? Viel zu scharf, also mir hat die Geschmacksnerven getötet. Ich konnte nachher auch den Wein nicht mehr schmecken. Okay. Kann die Köchin den Vorwurf entschärfen? Wir machen sie schon sehr pikant, das ist richtig. Da ist natürlich immer der Grad zu finden, wie empfindet der Gast das. Ich muss entschuldigen, ist vielleicht jetzt in der ganzen Aufregung und Hektik hier ein bisschen zu viel Chili reingekommen. Das tut mir leid, das sollte nicht sein. Aber die Garnelen waren super, die waren auf den Punkt gebraten, das war perfekt. Da kann ich nichts sagen. Was ich auch sehr, sehr schade finde, dass wie jetzt hier zum Beispiel der Rosmarin da drunter gerührt ist, dass man den nicht erkennt, wenn das oben drauf gelegen hätte, man das leicht beiseite legen können. Mhm. Weil es ist ja, wenn das so groß ist, nicht gut essbar. Martina hat reagiert, ein bisschen enttäuscht. Sie hat sich da mehr eine bessere Kritik von erwartet. Das hat man gemerkt. Ich konnte nicht definieren, was das jetzt ist. Es ist für mich kein Rucola. Es ist unsere bunte Salatmischung, so eine Babyleaf-Mischung, wo so ein paar Blätter halt eigentlich mehr dekotechnisch drunter kommen. Mhm. Und das sieht dann eben schnell. Sieht das dann zum Schluss so aus? Ja, leider. Wir müssen also die Dekoration bei den Scampi Aioli ändern. Wir können den Salat und die Aioli nicht mehr so zusammen auf den Teller bringen. Da werden wir uns was einfallen lassen. Für mich, Scampi Aioli ist für mich mehr so klarer Olivenöl. Ein bisschen frischen Knoblauch drin. Das hat durchgezogen. Das ist so, wenn ich das jetzt... Das ist italienisch, was du jetzt hast. Ja. Das ist unsere Art, Scampi Aioli. Das ist unsere. Das ist eine andere Art, wie die Italiener das machen. Ja. Ich finde es sehr schade so. Konkurrenzkoch Christoph hat eine klare Vorstellung von Scampi Aioli. Aber die Art dieses Hauses ist eben unklar, eher cremig. Da ist immer unsere hausgemachte Aioli. Mit Mayonnaise, mit Knoblauch, mit bisschen Tomate drin.
Und das ist unsere, und auch hier im Haus, das wird auch so bleiben. Dafür gibt's wohl nur Treuepunkte von den Stammgästen. Jetzt muss Chefköchin Martina mit den Hauptgerichten den Wochensieg in Angriff nehmen. Also ich wollte jetzt Dorade machen mit Ratatouille-Gemüse. Dazu haben wir unser Filet. Werde ich jetzt noch die paar Grätchen ziehen, die da drin sind. Habt ihr ganze Doraden oder kauft ihr das im Filet? Also ganze Fische habe ich eigentlich nur immer da Seezunge und Steinbutt, ja, die wir dann fertig machen. Okay. Aber ansonsten kaufen wir immer fertige Filets. Ich finde, wie die Dorade aussieht, ist frische Ware. Das haben die uns ja auch bestätigt vom Einkauf her, dass sie jeden Tag frisch holen, und so sah das auch aus. Trotzdem wollen die Rivalen es genau wissen. Wo beziehst du den Fisch her, Martina? Vom Großhandel unseres Vertrauens. Die Dorade kommt jetzt aus Aquakultur, aus der Türkei, fertig filiert. Und die werde ich euch jetzt braten. Mhm. So, das Ganze werde ich dann auch noch ein bisschen mit meiner Gewürzmischung, ganz leicht, ganz dezent. Darf man fragen, was da drin ist in deiner Würzmischung? Das ist Rosenpfeffer mit Meersalz. Okay. Darf ich da auch mal dran riechen? Aber gerne. Meine Rosen, schau mal, wie toll das Salz aussieht. Durch die Rosen etwas rot. Ja, genau, aber so eine leichte, fruchtige, blumige Note bekommt das dann. Ja, das Rosenpfeffer mit Meersalz riecht ganz intensiv, ist wirklich ein tolles Salz, was ganz Besonderes, was sie sich da selber zusammenmixt und ist wohl ihre Spezialität. Welches Öl verwendest du hierfür, Martina? Rapsöl. Ein Rapsöl. Weil mir das am neutralsten ist. Ja, hier steht so tolles Olivenöl. Das nimmst du nicht, weil es geschmacklich zu stark ist? Oder? Das kann ich nicht so erhitzen. Kannst du nicht so heiß machen. Also fürs Gemüse, ja, das muss ich ja nicht richtig heiß haben. Aber hier die Pfanne wird zu heiß, das verbrennt. Rapsöl, top. Ist auch was für die Veganer. Klar, so wie jedes Öl in der Küche. Ich brate jetzt das Filet schön an auf der Haut, damit die Haut, kann man ja mitessen, schön kross wird. Lasse ich es jetzt hier drauf, schön braten. Und wenn es dann soweit fertig ist, drehen wir es rum an die Seite und dann kannst du eine Minute nachziehen, dass es also auch von der anderen Seite warm ist. Durch darf es ja nicht sein. So, und in der Zeit, wo das jetzt brät, würde ich die Ratatouille machen. Ein bisschen da nehmen wir gerne Olivenöl. Martina, du kochst gerne auf Induktionsplatten? Ja, ganz super schnell, effizient. Wir brauchen bedeutend weniger Energie. Ja, hast du vorher auch Gas gekocht? Oder? Ja. Ja. Gut, dann hast du natürlich abends auch nicht den ganzen Dreck. Ne? So ein Gas ist halt immer sehr, sehr viel zu reinigen. Ne? Es sei denn, man legt wirklich die Alufolie schön rein in den Gasherd. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Also, wir sind jetzt abends hier, brauchen wir nur noch einen Bruchteil der Zeit, die wir sonst gebraucht haben zum Putzen. Gas macht alles sehr heiß. Und auch die Lufttemperatur. Du hast ständig Feuer da drin und das hast du bei dem einfach nicht. Du hast schon ganz andere Temperaturen. Also die meisten Köche gehen schon mehr auf Induktion als auf Gas. Also wir sind uns einig, Induktion ist die Zukunft. Auf jeden ist Fall. Ist einfach zu teuer für viele, um es einfach mal eben so umzurüsten. Sonst würden wir das wahrscheinlich auch machen, oder? Selbstverständlich. Ja. Vollgas weiter. So, als erstes habe ich jetzt in das Öl schon mal ein paar Scheiben Knoblauch gelegt. Dann kann das schon mal den Geschmack annehmen. Schneide jetzt noch die Zucchini. Die dürfen in der klassischen Ratatouille genauso wenig fehlen wie die lila Eierfrucht. Dann haben wir hier noch ein bisschen Aubergine, Fenchel sind noch dabei. Das lassen wir ein bisschen anbraten, dann kommt ein bisschen Pfeffer dazu. Was nimmst du denn für Pfeffer? Das ist ein Knoblauchpfeffer. Ach, Knoblauch mit Pfeffer gemischt. Gleich. Gemischt, ja. Das ist noch so ein bisschen intensiver. Aber ist fertig gekauft, ne? Der ist fertig gekauft. Ja. Okay, komm, ja. Prise Salz noch drauf. Dann lasse ich das Ganze ein bisschen anschwitzen. Aber dann nimmst du wieder deine Salzmischung, kein normales Salz. Dann nehme ich normales Salz. Normales Salz. Also die Salzmischung ist hauptsächlich für meinen Fisch. Okay. Martinas Gewürznote. Genau das. Martina, machst du jetzt das klassische Ratatouille, was man so aus der französischen Küche kennt? Ja, so wie ich es da in Frankreich, wir waren mal in Frankreich in Urlaub, kennengelernt habe. Ja. In diese Richtung komme ich. Man kann da natürlich nicht sagen, das Originalrezept, das gibt es in Frankreich nicht. So, und dann habe ich ein bisschen Tomatensoße vorbearbeitet, wie man das in der Küche so macht. Aus frischen Tomaten? Nein. Hat zu wenig Geschmack. Richtig.
Das ist nicht intensiv genug. Ja. Also Tomatensauce aus Dosentomaten, aus den sogenannten Shell-Tomaten, auf jeden Fall vorteilhaft, weil die hiesigen Tomaten ist mehr Wasser als Geschmack drin. Man kriegt das einfach nicht hin, dass man dann so einen extremen Tomatengeschmack kriegt. So, dann habe ich noch ein paar frische Kräuter, die dazukommen. Was für Kräuter nimmst du? Rosmarin und Thymian. Ein bisschen dazu. Und dann kommt bei mir noch ein bisschen Lavendel mit ins Ratatouille. Ich nehme Lavendel mit rein, weil ich persönlich gerne diesen blumigen Geschmack habe. Aber ich habe es auch so in der Provence kennengelernt. Da wird ja auch fast für jedes Gericht Lavendel irgendwie mitverarbeitet. Ja, ich finde einfach, Lavendel ist eine tolle Pflanze und natürlich auch ein tolles Gewürz. Oder kann man halt auf verschiedensten Art und Weise im Haushalt oder auch in der Küche gebrauchen. Das müsste jetzt, ja, sehr schön. Mhm. Und dann könnten wir essen. Super. Ich finde Martina sehr kompetent. Sie macht das sehr gut in der Küche. Sie arbeitet ordentlich, sauber. Ich finde das sehr gut. Jetzt geht es um wertvolle Geschmackspunkte für den Hauptgang. Gastronomin Antje testet den opulenten Meeresfrüchteteller. Veganer David hat sich für die fleischfreie Ratatouille mit Pfifferlingen entschieden. Marco freut sich total auf die gebratene Dorade Royale. Und Christoph bekommt endlich Fleisch. Er hat das Kalbsrückensteak bestellt. Also ich hoffe, dass ich diesmal das richtige Händchen hatte zum Würzen, dass es keinem zu wenig oder zu viel war und dass der Fisch wieder alle so war, wie er sein sollte. Es fehlt schon wieder was. Ich hätte gerne einen Löffel, bitte. Nur einen Löffel. Löffel. Ich bin Nase bekommen. Vergessen, die Löffel ist ein Servicefehler, ja. Aber ich sehe das nicht so schlimm. Kann passieren überall. Dankeschön. Dankeschön. So, Besteck, Gewürze, Gemüse, Fisch, Fleisch, alles da. Dann packt doch jetzt mal eure Kritik aus. Christoph, fang du bitte an. Also mein Kalbsrücken, es ist rosa von innen, wie ich es gewünscht habe. Perfekt. Zu fad, zu wenig Gewürz. Was bei mir ist, das Problem ist, es ist ein bisschen trocken. Es fehlt mir die Jus. Beim Kalbsrücken gehört einfach für mich eine kleine Soße dabei. Eine Jus, ganz normal. Eine Kalbsjus wäre perfekt gewesen. Die Nudeln sind ein bisschen überall dente. Aber es geht so gerade noch, es ist grenzwertig. Also sind zu weich schon. Das Gemüse ist wirklich sehr, sehr lecker, ist gut gewürzt. Ich sag mal, ist in Ordnung, aber nicht gut. Hätte ich mehr erwartet. Leider muss ich dafür auch ein paar Punkte abziehen. Jetzt müssen die beiden Fischgerichte für eine Punkteflut sorgen, sonst wird es eng. Antje, erzähl mal, wie ist dein Mix aus dem Meer? Ich kann einfach sagen, meine Jakobsmuschel ist perfekt. Ich glaube, die kann man kaum besser machen. Die schmeckt mir sehr gut. Die Garnelen schmecken auch sehr gut. Ich habe ein bisschen nachsalzen, nachwürzen müssen, ein bisschen mit Pfeffer und Salz. Ich denke aber, das macht die Martina, dass das jeder individuell gestalten kann. Der Oktopus ist lecker, aber für mich zu viel. Das war also jetzt, ich habe hier schon ein bisschen hier weggegessen, das ist halt ein Riesenstück. Ich glaube, da könnte die Martina ein bisschen weniger drauf tun. Aber ansonsten, für mich persönlich ist es sehr ansprechend, ist ein Meeresfrüchteteller, den ich mir auch an der Côte d'Azur vorstellen könnte, ein bisschen französisch. Markus' Gesicht sieht nicht nach Urlaub am Meer aus, eher nach Sturmtief am Niederrhein. Was ist denn los? Ganz ehrlich, ich kann sagen, die Vorspeise war der Beste. War besser. War besser. Besser? Besser. Eine Seite, die Dorada, haben wir gegrillt oder gebraten, in Pfanne, egal. Zweite Seite ist gekocht. In den Saft gelegt, schade. Was meine ich, für den Fisch ist gekocht, weil der Fisch war da keine schöne Farbe, die Bratenfarbe, ein bisschen krispig oder war da gar nichts, war da nur weiß. Herrje, mit so viel gesalzener Kritik rechnen die Gastgeber doch gar nicht. Hat denn Tierfreund David auch ein Herz für die Köchin? Eine Prise Lob täte ihr gut. Die Kartoffeln sehen mir leider zu
ungebraten aus. Das hätte ich mir gewünscht, wenn schon was krosser wäre von allen Seiten. Vor allen Dingen hier sieht man leicht was. Vor allen Dingen gibt es ein ganz anderes Aroma. Man kann es auch wunderbar mit Schale machen, weil es auch einen ganz anderen Geschmack wieder gibt, gerade ungebraten. Das Gemüse fand ich super, auch dass es so fein geschnitten war. Das gibt viel mehr Geschmack als woanders, wenn man ganze Scheiben hat. Das war richtig toll. Die Pfifferlinge, die waren mir selber sehr fade, was ich sehr schade finde, weil man Pfifferlinge kann man so tolles Rom erzielen mit Knoblauch oder Sherry. Was mir super gefallen ist, dass ihr die Paspäer-Algen noch eingebaut habt für mich. Das hat super gepasst. Paspäer-Algen sind spezielle Algen aus dem Atlantik zum Beispiel, sind grün, frisch, leicht salzigen Meergeschmack, nach Salzwasser halt, wird oft zu Fisch auch serviert. Also ich habe Rosmarin und Thymian mitgebraten, aber ich bin etwas zurückhaltender mit Würzen. Ich sehe den ja auch, hier habe ich die Zweige. Und mit Kräutern nicht sparen, immer drauf da. Das ist Frische, das ist Geruch, das ist Geschmack, das ist Leben, das ist Leidenschaft, schön einfach. Gut. Der nächste bitte. Marco, was gab's bei dir? Erstmal Dorade, eine Seite gebraten. Dann die andere Seite gekocht. Nein. Also ich mache das auf der Hautseite und drehe dann rum. Und dann kann das noch mal so eine Minute am Rand nachziehen. Aber es wird nicht mehr gebraten. Das ist einfach eine Geschichte, wenn ich das brate von beiden Seiten und habe dann was Trockenes auf dem Teller, das geht gar nicht. Was kann sie mir sagen für die Suppe hier? Das ist Soße halt. Mit den Das hier ist keine Soße, das hier ist Wasser. Die Gemüse, Ratatouille-Gemüse, ist das hier. Das hier ist Nudel, das hier ist die Suppe. Das tut mir leid, aber das kommt von den Nudeln. Wieso sage ich mal die Suppe? Weil in Gemüse war da die Tomaten, war da viel Wasser von Nudeln. Ich habe eingemischt, die Tomaten und Nudeln. Ist genau eine schlechte Tomatensuppe am Ende. Ne? Ich mache keinen Schnickschnack, wie viele Kollegen, die jungen Kollegen das heute machen. Ich richte das auch relativ puristisch an, ohne viel drumherum. Das ist meine Küche. Ich mache keine Teller. Ich sage immer oldschool, ne? Oldschool, ja. Genau. Also ich bin mir sicher, dass sie ihren sehr guten Kundenkreis haben, viele Stammkunden, dass die Stammkunden genau diese traditionelle, bodenständige Küche möchten. Aber der Marco so schön sagt, oldschool, was sie halt gewohnt sind, ganz nach der Mauer, was der Bauer nicht kennt, Fridda nicht. Die Kritik von Marco, die hat mich also am meisten getroffen, weil es einfach nicht richtig ist. Der Fisch war nicht gekocht, auf der Haut gebraten. Und das Ratatouille-Gemüse war das gleiche, wie der David hatte. Und da war es super toll. Und da so, das kann nicht sein. Dass das Essen mehr Salz verträgt, hat das Küchenteam heute mehrfach gehört. Jetzt will David prüfen, wie die Lepsis-Crew mit Zucker und Desserts umgeht. Woher stammen die Pfirsiche? Die Pfirsiche stammen aus Spanien, gelbfleischig. Warum greift ihr da nicht auf regionale Produkte zurück zum Beispiel? Ihr habt wunderschöne Obst, die auch hier im Niederrhein wachsen. Da ist eben halt das Problem, die haben in erster Linie diese Plattpfirsiche und auf dem Teller sehen einfach die großen, runden, schöner aus. Machen eben halt den Teller ein bisschen voller. Dementsprechend greifen wir lieber auf die zurück. Ja. Darf ich mal einen probieren? Ja, aber sicher, greif zu. Also, dass man Pfirsiche aus Spanien bezieht, ist für mich ein No-Go. Man hat wunderschöne Obstbauern am Niederrhein. Wir haben ja tolle Äpfel, tolle Birnen. Ja, als erstes, klar, heiße Pfanne, ein Zuckerbisschen karamellisieren. Koch Sören muss höllisch aufpassen, dass ihm beim Dessert für den Veganer kein tierischer Fauxpas passiert. Für gewöhnlich würde ich jetzt normalerweise eigentlich Butterfett nehmen, aber da du ja eben halt vegan bist, greifen wir jetzt auf Olivenöl zurück. Rapsöl wäre auch okay. Wie es schön goldgelb ist. Und du machst sie jetzt komplett mit Schale rein? Ja, einfach weil sie eben halt Geschmack gibt und einfach von der Farbe her einfach einen gewissen Kick gibt, schöner aussieht. Ja. Und die überziehst du jetzt schön mit Karamell? Genau. Kommt da jetzt noch was zusätzlich rein? Ja. Macht ihr da noch was dran? Also für den Geschmack muss ich immer nach hinten greifen. Immer gerne Pinienkerne dabei. Eine vegane Eiweißquelle. Einfach für den gewissen Lust. Vorgeröstet schon mal. Genau, richtig. Weil es eben halt
etwas dauert und dementsprechend für den normalen Betrieb nicht so schwierig. Ich sehe gerade, ihr habt wunderschönen Lavendel da stehen. Würdest du mir davon auch noch was reinmachen? Ich wollte gerade sagen, da nehmen wir auch jetzt mal was davon. Von wegen Oldschool, das ist ja sowas von hip. Ich liebe Lavendel. Lavendel ist echt ein tolles Kraut und ja, gebe ich dir voll und ganz recht. Die Blüten wirken beruhigend, auch auf Kritiker. Darf ich mal riechen? Aber sicher. Ah, herrlich, es duftet. Ist Wahnsinn. Na, das scheint doch ein Dessert nach Davids Geschmack zu werden. Total modern und alle Zutaten von A bis Z vegan. Vom Alkohol bis zum Zucker. Warum probierst du das jetzt? Einfach um diesen harten Alkoholgeschmack schnell rauszukriegen, ohne dass eben halt die Gäste direkt betrunken sind. Dafür habe ich mich für den Mirabellenschnaps entschieden. Den Likör, ich wusste, ich kenne den Hersteller, das ist ganz klar, rein vegan, da kann ich mich verlassen, dem vertraue ich. Ja, das riecht auch schon mega lecker, ich freue mich auch schon drauf. Ich würde sagen, ich gehe mal raus. Danke vielmals. Ja, gerne. Und so einfach kann veganes Dessert sein, geiles. Eben drum. Gerne. Süßes oder bitteres Ende in Willig. Im Fischlokal Lepsis geht Hans-Peter zum letzten Mal auf Punktefang mit seinen Dessiers. Er serviert seiner Rivalin Antje das topmoderne Lavendeleis. Marco ist zum Schluss ganz oldschool unterwegs mit der Creme Brûlée. Dazu gibt's Himbeereis. Christoph probiert die drei kleinen Versuchungen. Und David freut sich schon auf sein Himbeersorbet mit Pfirsich. Ja, dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Denn ist alles mit ganz viel Liebe gemacht. Vielen Dank. Hoffentlich schmecke ich die Liebe auch. Du wirst es schmecken. Garantiert. So, dann lasst es euch schmecken, ne? Haben die lieben Desserts das Zeug zum Punkten? Nach Schlapper Dorade, blassen Kartoffelchen und trockenem Kalb? Was meinst du, Christoph? Geschmacklich muss ich sagen, top. Wirklich das Beste, was ich bis heute Abend gegessen habe. Erdbeersorbet mit frischen Erdbeeren und Erdbeerdopping. Wunderbar. Super. Also das ist ein Cassis-Sorbet, schön cremig, mit einer frischen Himbeer, also frisches Obst da drauf, sehr gut. Vanilleeis mit Piniennüssen drin, passt wunderbar zu dem Vanilleeis, ein Bourbon-Vanille, sieht man an den schwarzen Pünktchen da drin. Ist eine Harmonie, dieses Geschmackliche zusammenpassend, ist wirklich ein Genuss auf der Zunge, passt zusammen, schmeckt auch sehr gut. Super lecker, also wenn ich nur das bewerten soll, volle Punktzahl. Das ist ja endlich mal ein erstes Sahnelob. Findet Antje ihren Nachtisch denn auch so cremig? Ja, ich habe halt auch das Vanilleeis, Lavendel-Vanilleeis, Bourbon. Und ja, ist raffiniert gemacht. Man schmeckt den Lavendel sehr gut. Aber auch Vanille kommt ganz gut zum Vorschein. Die karamellisierten Pinienkerne hätte ich natürlich ganz gerne auf meinem Ziegenkäse gesehen. Ich bin überrascht, dass das auch auf dem Eis ganz gut schmeckt. Habe ich noch nie so probiert. Und also ich finde, das ist geschmacklich schon gewagt, eine tolle Kombination. Da war wirklich dieses Aha, dieses Erlebnis, wo ich sage, das kann ich hier jedem empfehlen. Einfach mal probieren. Das ist eine tolle Erfahrung. Die Hipsterfront hofft auf die Genusswende. Wie kommt das Dessert bei Veganer David an? In der Küche hatte er ja fast gejubelt. Ich habe das Sorbet bestellt. Das Unterschied zum Sorbet und zum Eis ist, dass ein Sorbet in der Regel komplett Sahne- und Eifrei ist. Aufgepasst jetzt, das ist prüfungsrelevant. Viel Eis wird mit Gelatine gemacht, damit es halt einfach hält. Ich habe vorher mich erkundigt, gefragt, ob da halt Gelatine drin ist. Sie verwenden hier eine Basic-Textur. Das wird aus Zitrusfrüchten gewonnen, das ist rein vegan. Und ich bin positiv überrascht von der Konsistenz. Ich kannte das Produkt selber gar nicht, weil ich komplett auf Zusatzstoffe verzichte und Hilfsmittel. Aber ich muss sagen, es ist schon eine schöne Geschichte. Die karamellisierten Pfirsiche haben auch schönen Geschmack. Ich hätte mir leider nur ein bisschen mehr eine Karamellnote gewünscht, ein bisschen mehr Farbe, dass man auch diese Röstaromen schmeckt. Schon oldschool, aber oldschool gut, auf jeden Fall cool. Also mir hat da jetzt in dem Moment nichts gefehlt, weil es halt super lecker war. So, man konnte nichts meckern. So. Das war einfach perfekt. Marco ist Kroate, hat in Italien gelernt, in Russland gekocht und ein französisches Dessert bestellt. Und jetzt? So, ich habe hier meine Creme Brûlée und Sorbet.
ganz ehrlich. Auch wenn's weh tut? Richtig gut. Sehr lecker. Gut, frisch, nicht zu süß, karamellisiert schön. Ich bin zufrieden. Das ist die Beste, was habe ich gegessen bis jetzt hier. Bevor in Willich die Lichter ausgehen, muss Hans-Peter noch die Preisfrage klären. Die lautet, fair gerechnet oder verrechnet? Der Betrag ist 294,30. Das ist eine Menge, obwohl da sind ja für rund 100 Euro Getränke mit drin. Wenn ich das ausrechne, dann sind das 70, 80 Euro pro Person. Finde ich sehr viel. So, das fand ich schon ganz harte Nummer so. Wo klemmt denn hier die Preisschraube? Ich finde die Getränke zu teuer, definitiv, von den Preisen her. Das ist nicht passend. Fisch ist teuer, klar, das passt. Ein Kalbsrückensteak für 29 Euro finde ich heftig. Die ist zu teuer. Also ich könnte niemals diesen Preis verlangen. So, da hätte ich schlechtes Gewissen, wenn ich die Rechnung ausbringen würde. Erste Punktevergabe der Woche am Niederrhein. Wie schneidet das Fischrestaurant Lepsis bei den vier Konkurrenten ab? Ich denke mir, wir werden so zwischen 37 und 38 Punkte haben. Ich gebe Peter und seinem Restaurant 10 ist die Bestnote. 8 Punkte. 7 Punkte. 5 Punkte. 8 plus 7 plus 5 macht 20. Die Welt ist das noch nicht. Folgende Punkte. 5 Stück. Autsch. Das Lepsis hat also 25 Punkte am Haken. Damit liegt das Fischlokal zwar vorne, aber nur, weil sonst noch keiner dran war. Morgen soll die Waldschenke bei Marco den Rivalen zeigen, wo es lang geht. Die Kollegen da hinten, ich mach kaputt heute Abend. Dann der Gegenangriff. Die Haut ist wirklich super, super labbrig. Ja, er war auch ein bisschen sickig. Hallo ihr Fans von Mein Lokal, Dein Lokal. Ihr habt irgendwelche Folgen verpasst, ist doch kein Problem. Hier bei Join gibt es alles zum Anschauen. Die Folgen gehen auch hier direkt gleich weiter, wie ihr es haben wollt. Übrigens, nicht vergessen, wir stehen drauf. Abonniert uns, dann kriegt ihr alles mit und verpasst gar nichts. Das war der Mike.